Der Vorwurf liegt fast 2 Jahre zurück, ich habe einen Salat gegessen. Plötzlich überraschten mich Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Ich sitze in einer Zone mit Maskenpflicht, ermahnte man mich mit großer Brust. Das sind 50 Euro Strafe, sagte einer der Beamten zu mir. Das Bußgeld kam nach fast 2 Jahren als Einschreiben. Ich esse noch, protestierte ich und deutete auf die halbvolle Salatbox in meinem Schoß. Sie konterten, wir haben sie 5 Minuten lang beobachtet. Sie haben in dieser Zeit ihre Gabel nicht an den Mund geführt. Die 50 Euro könnte ich jetzt bezahlen oder ich hätte eine Strafe nach Hause geschickt. Völlig ratlos entschied ich mich für Letzteres. Die Entscheidung käme dann in den nächsten 6 bis 8 Wochen per Post, sagten die Beamten zum Abschied. Er ist nicht gekommen, ich habe den Vorfall vergessen. Monate später zog ich nach Berlin. Dort bekam ich 724 Tage später noch Post vom Amt, 50 Euro, plus 23 Euro Mahngebühr, macht 78 Euro. Die Rheintreppe in Köln. Hier wurde das Bußgeld verhängt, ich habe bei der Stadt Köln nachgefragt. Anfang des Jahres sagte er in einem Interview, aktuelle Verbote, Tragen von Masken im Freien, das Absperren von Kinderspielplätzen im Freien und dergleichen waren Dinge, die man heute nicht mehr machen würde. Tausende Bußgeldbescheide verschickt. Seit Beginn der Corona-Krise im Jahr 2020 waren es insgesamt 13.311. Zahl der Bußgelder wegen Verstößen gegen die Corona-Schubo in Köln 202025652021424282022032. Gesamtzahl der 13.311 Stadt Köln. In der Sache wird eine entsprechende Strafe eingehalten. Klartext, Sie wissen, dass es Unsinn war. Ich sollte trotzdem zahlen.